In den letzten Tagen haben mir viele von euch immer wieder einen Link geschickt und das war ein Link zu einem TikTok-Video. In diesem TikTok-Video geht es um einen jungen Mann, der eben seine Community bzw. seine Zuschauerschaft vor einer ganz bestimmten Sache warnen will. Er spricht in diesem Video davon, dass es ein gruseliges Gesicht gibt. Ein Gesicht, das wie folgt aussah. Ihr seht hier ein wirklich verstörendes, aber dennoch menschlich erscheinendes Gesicht. Die Haut sieht seltsam aus, die Augen sind schwarz und hohl und allgemein wirkt das Ganze irgendwie seltsam. Dies ist definitiv kein Mensch, wie man ihm auf der Straße normal begegnen würde. Das Ganze sieht irgendwie falsch aus. Während viele Leute nun wahrscheinlich davon ausgehen würden, dass dies ein simples Kunstprojekt oder irgendein Filter ist, der über ein Gesicht gelegt wurde, soll das Ganze hier aber etwas anderes bedeuten. Denn hinter diesem Gesicht soll eine echte Warnung stecken, weil dieses Gesicht tödliche Folgen haben kann. Angeblich gibt es eine Legende aus Rumänien aus dem Jahr 1908. In Rumänien, in einer kleinen Stadt dort, soll es ein Krankenhaus gegeben haben, wo sehr viele Patienten verstorben sind und alle hatten eine Sache gemeinsam. Diese Patienten waren nicht alle todkrank gewesen, doch sie alle hatten, kurz bevor sie gestorben waren, in ihren Träumen ein und dasselbe Gesicht gesehen. Angeblich soll dieses Gesicht nachts in ihren Träumen aufgetaucht sein und dies war quasi der Vorbote des Todes. Denn alle, nachdem sie dieses Gesicht gesehen hatten, konnten vielleicht noch ein, zwei Nächte weiterleben, aber dann spätestens sind sie gestorben. Alles konnte man scheinbar auf dieses eine Gesicht zurückführen und deswegen warnte dieser TikToker davor, dass wenn man eben dieses Gesicht in seinen Träumen sieht, dies bedeuten kann, dass der Tod einem immer näher kommt und man eventuell bald sterben könnte. Sprich, sobald ihr dieses Gesicht in euren Träumen seht, werdet ihr spätestens ein, zwei Tage später sterben. Dies war die grundsätzliche Nachricht und viele Leute von euch haben mir geschrieben, dass sie eben Angst vor diesem Gesicht haben, beziehungsweise dass sie selbst, nachdem sie eben dieses gruselige Video nachts gesehen haben, auf einmal angefangen haben, von diesem gruseligen Gesicht zu träumen. Dass sie eben durch dieses TikTok-Video plötzlich das Gesicht in ihren Träumen sahen und deswegen jetzt die Angst haben, dass sie eventuell bald sterben könnten. Mich hat das ganze Thema sehr interessiert, weil ich gerade Träume auch sehr interessant finde und deswegen habe ich hier einmal genauer nachrecherchiert, was dahinter steckt. Zunächst einmal habe ich mir genauer diese Geschichte aus Rumänien angeguckt. Diese Geschichte, dass eben die unterschiedlichsten Patienten eben in ihrem Traum ein und dasselbe Gesicht gesehen haben. Die Geschichte klingt erstmal extrem gruselig, doch ich konnte keinen einzigen Beweis finden, dass dies tatsächlich so passiert sein soll. Ich fand keinerlei Meldung von einem rumänischen Krankenhaus, wo eben das Ganze stattgefunden haben soll, wo Patienten immer wieder das gleiche Gesicht in ihren Träumen gesehen haben. Es gibt keine Aufzeichnung und dergleichen. Ich konnte keinerlei Beleg finden, dass dies tatsächlich so passiert ist. Das heißt nicht, dass so etwas nicht passieren kann. Es gibt tatsächlich belegte Fälle von Leuten, die früher nach Amerika eingereist sind und die plötzlich in Amerika eben die gleichen Träume gehabt hatten. Das waren Kriegsgeflohene, die eben aus ihrem Heimatland entkommen sind und sich in Amerika ein besseres Leben erhofft hatten, nur dass sie auf einmal, als sie in Amerika waren, immer wieder von schlimmen Albträumen geplagt wurden. Diese Menschen hatten dann beschrieben, dass sie eben in ihren Albträumen alle die gleiche Person gesehen haben, dass eine seltsame Person in ihren Träumen aufgetaucht ist und sie bedroht hatte. Nacht für Nacht haben eben diese Einwanderer immer wieder die gleichen Träume gehabt. Immer wieder träumten sie, dass dieser seltsame Mann dort gewesen ist und sie hatten Todesangst und keiner konnte erklären, was dort los war. Verschiedene Ärzte oder Psychologen sprachen darüber und sagten, dass das Ganze vielleicht nichts weiter ist als irgendeine traumatische Belastung eben aus ihrer Heimat. Dass dies nichts weiter ist als einfach Flashbacks und Erinnerungen aus der Heimat, wo sie jetzt fliehen mussten. Doch man nahm die Sache damals nicht zu ernst, denn wenige Tage später sind diese Einwanderer, diese Leute, die sich in Amerika ein besseres Leben erhofft haben, allesamt gestorben. Alle, die diese schrecklichen Träume gehabt haben, alle, die diesen seltsamen Mann in ihren Träumen gesehen haben, starben nacheinander. Niemand konnte bis heute erklären, warum dies passiert ist. Doch manche Leute sagen, dass vielleicht die Geschichte aus Rumänien nicht stimmt, aber dass es durchaus sein kann, dass vielleicht die Leute in Amerika dieses seltsame Gesicht in ihren Träumen gesehen haben, dass eben sie dieses Gesicht sahen und deswegen gestorben sind.
Doch dann wollte ich mir noch einmal genauer dieses Gesicht ansehen. Dieses Gesicht sieht seltsam aus, gar keine Frage. Es ist ein verstörendes Gesicht, doch es ist nicht übernatürlich. Und es ist kein Gesicht, was zurückzuführen ist auf das Jahr 1908 oder noch früher. Dieses Gesicht wurde erst vor kurzem erstellt. Ich habe das Gesicht genommen und einmal in die Google-Rückwärtssuche eingegeben. Dort, wo ihr Bilder einfügen könnt und wo ihr dann eben nachprüfen könnt, wo dieses Bild schon einmal aufgetaucht ist. Und dabei fand ich letztendlich nur eine Quelle heraus, wo dieses Bild einmal zu sehen war. Und das war Reddit. Und das ist noch gar nicht so viele Tage her. Da wurde dieses Bild eben auf dem r/creepy-subreddit gepostet und hat dort über 10.000 Likes bzw. Upvotes gekriegt. Dieses Bild wurde gepostet und dargestellt als ein Kunstprojekt, als ein einfaches Kunstbild, was erschaffen wurde. Doch manche in den Kommentaren haben herausgefunden, was wirklich hinter diesem Bild steckt. Es ist nichts weiter als ein simpler Filter, ein Filter, der eben so aussieht, der über ein Bild von Yandere Dev gelegt wurde. Für die von euch, die gerade nicht wissen, wer Yandere Dev ist. Yandere Dev ist die Person, die den Yandere Simulator gemacht hat. Ein Simulations-Anime-Spiel, welches man gerade im Internet spielen kann. Pandoria hat das sehr oft gespielt auf ihrem Kanal. Und eben dieser Yandere Dev wird derzeit im Internet immer und immer wieder durch den Dreck gezogen, weil er eben Gelder genommen hat und an dem Spiel nie weitergearbeitet hatte. Viele Leute hatten gespendet, weil sie eben dieses Spiel vollendet sehen wollten, und er scheint nicht wirklich an dem Spiel weitergearbeitet zu haben, weil das Spiel immer noch so kaputt ist. Und deswegen machen es sich Leute gerade zur Aufgabe, immer und immer wieder Memes über diesen Yandere Dev zu erstellen und sich über ihn lustig zu machen. Und dieses gruselige Bild scheint nichts weiter zu sein als ein simples weiteres Meme von diesem Yandere Dev. Denn es ist einfach sein Gesicht, das typische Bild mit einem Filter. Doch diese Geschichte, um die es eben in diesem TikTok-Video geht, ist letztendlich auch eine bekannte Geschichte. Denn dies ist einfach nur eine veränderte Geschichte von This Man. This Man ist eine Legende, die ich schon mal auf diesem Kanal besprochen habe, beziehungsweise eine meiner lieblingsurbanen Legenden, die es überhaupt gibt. Und da geht es um dieses Gesicht hier. Dieses Gesicht ist ein Gesicht, welches weltweit in den Träumen der unterschiedlichsten Menschen auftauchen soll. Verschiedenste Psychologen, unabhängig voneinander, haben eben mit Patienten gesprochen und viele hatten beschrieben, dass sie exakt dieses Gesicht in ihren Träumen gesehen haben. Dass eben ein Mann in ihren Träumen war, der genauso aussah wie eben dieses Gesicht hier. Diese Leute sollen alle unabhängig voneinander das gleiche Gesicht beschrieben haben und so kam eben die Idee auf, dass es vielleicht eine seltsame Gestalt gibt. Ein seltsames Wesen oder ein seltsamer übernatürlicher Mensch, der es schafft, durch Träume zu wandern. Der es schafft, von Traum zu Traum von fremden Leuten zu springen und sie dann dort in diesen Träumen heimzusuchen oder sie zu besuchen, wenn man das so will. Angeblich soll diese Person auch Gott sein oder eine Art Todesbringer und dergleichen. Es gibt die unterschiedlichsten Theorien, wer eben This Man ist. Was ich nicht verstehe, ist Folgendes. Die Geschichte, die eben in diesem TikTok-Video beschrieben wird, von eben diesem gruseligen, tödlichen Gesicht, ist nichts weiter als eine Fake-Geschichte. Es gibt keinerlei Belege dahinter, alles scheint frei zu erfunden sein. Ich will nicht sagen, dass der Macher dieses TikTok-Videos das Ganze erfunden hatte für Aufmerksamkeit. Ich weiß, wie schwer es ist, manchmal im Internet zu recherchieren und glaubhafte Informationen zu kriegen. Selbst wenn tausende Seiten den gleichen Fakt berichten, heißt das nicht, dass dieser Fakt wahr sein muss, sondern nur, dass alle Seiten voneinander diese Infos nehmen. Vielleicht hat ihm irgendjemand einen Reddit-Link geschickt oder er selber hat mit Leuten gesprochen und die haben ihm eben davon erzählt und er dachte, das Ganze ist belegt. Aber ich verstehe nicht, wieso man diese ganze Fake-Geschichte erschafft, um dieses Bild herum, was überhaupt nicht existiert, wenn es tatsächlich belegte Fälle gibt, die tatsächlich so passiert sind. Sowohl von den Einwanderern, die diese tödlichen Träume gehabt haben, als auch eben von This Man, ein echtes Gesicht, welches Menschen in Träumen sehen und nicht zuordnen können. Es gibt die wahren Begebenheiten hinter diesem TikTok-Video, aber trotzdem ist alles, was in dem TikTok-Video gesagt wird, falsch. Ich wollte das Ganze einmal für euch genauer klarstellen. Ich hatte erst gedacht, das Ganze ist halt gelogen und gut, doch ich wollte euch erklären, was hier tatsächlich dahinter steckt. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten, was auch immer ich mache. Bis dann aber, tschüss.